Hallo Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge GTA 5 Online. Heute wieder bei einer Mission Verfolgungsjagd. Der erste Teil von Simeon. Natürlich wieder auf schwer und ich möchte euch heute wieder mal zeigen, wie man diese Mission in schwer schaffen sollte. Und dann starten wir auch direkt wieder mal. So. Dann würde ich sagen, direkt ab in die Karre. Corquette müssen wir stehlen. Den markiere ich uns hier. Aber ich habe eine weitere Taktik herausgefunden. Ihr müsst nicht immer auf die Map gehen. Ihr könnt einfach hier M gedrückt halten, wenn ihr auf der Tastatur spielt, wenn ihr mit dem Controller, mit dem PS4-Controller spielt, auf dem Share Dingens drücken, gedrückt halten natürlich. Und dann bei GPS könnt ihr auswählen, hier hin und her switchen. Und das steht auch ab und zu, Da steht auch ab und zu das dabei und ab und zu nicht so als Schwierigkeit, damit man das nicht sofort schaffen sollte. Und ja, jetzt fahren wir erstmal rüber. Und da haben wir ihn auch direkt. Und wie immer, ihr kriegt weniger Kohle, wenn ihr die Karre etwas mehr Unfälle baut, dann könnte es sein, dass er weniger Kohle bekommt. So, und nun habt ihr auch die Karre. Muss ich sagen, ist eine gute Karre. Aber guck mal, wir kriegen wieder Sterne. Man könnte jetzt zum Beispiel, also Profis, Leute, die genug Geld haben, könnten jetzt an sich Lester anrufen. Ich habe das natürlich jetzt ein bisschen weiter unten, weil ich so viel getunt habe. Aber dann fährt man einfach wie immer hier hin. So wie letztes Mal. Vorletztes Mal. Und dann wartet man hier. So, können wir unsere Markierung wegmachen. Dann fahren die erstmal alle zum Unfallsort. Die drei Autos. Aber da werden sie auch gleich sehen, dass die Karre nicht mehr dort steht. So, und jetzt haben sie Verstärkung gerufen, der Täter ist uns entwischt, jetzt werden wir uns gleich sagen, hier ja, gleich auf die Straßen abgucken, wo der ist. So, dann fahren wir schon mal Richtung dem Ort. Natürlich etwas langsam, damit wir noch. Hier können wir jetzt gar nicht mehr auswählen, zur Baustelle geht noch, aber sonst immer. Und wir haben es geschafft. Jetzt noch auf zum Autohaus und dann hast du auch schon die Mission geschafft. Ganz easy. Das kriegst du auch ganz locker hin. Also, wer das nicht hinkriegt, der weiß ich nicht. Da kannst du ja wirklich auch nicht schwer. Du musst eigentlich nur den Fahrer killen und das war's. Davon die Bullen nicht verstecken. Ist ganz easy. So, und danke fürs Zugucken. Okay Leute, danke fürs Zugucken. Schaltet wieder beim nächsten Mal ein. Abonnieren und das letzte Video könnt ihr auch abchecken. Ich blende es eh gleich ein. Und ja. Vergiss nicht bei uns einen anderen YouTube-Channel vorbeigucken, bei Moritz und bei meinen. Das war's. Danke fürs Zugucken. Guckt bei Twitter, folgt uns auch dort. Bibo zockt, dann wisst ihr auch, wenn ein Video kommt. So wie auch abonnieren und die Glocke läuten. Viel Spaß. Ciao.